MTV Cribs? Hallo, komm rein! Also, ich wollte einfach nur mal kurz zu meinem Haus noch mal was so an sich sagen, also damit ihr so ein bisschen wisst, wie ich überhaupt einfach die größten Fragen, die glaube ich aufkommen bezüglich des Tiny Houses, wollte ich einfach mal kurz beantworten. Also wie ich zu dem Tiny House gekommen bin, wie lange ich hier schon lebe, wie das alles renoviert worden ist, wie ich überhaupt zu dem Tiny House gekommen bin. Ich bin durch das Tiny House tatsächlich gekommen durch eine Freundin meiner Mutter. Das ist hier auch zur Miete. Also mir gehört das Haus nicht. Also es steht noch aus, vielleicht kaufe ich das auch irgendwann mal, aber im Moment bin ich jetzt tatsächlich nur Mieter. Wir haben alles neu renoviert. Das Einzige, was jetzt vom alten Vormieter sozusagen noch da ist, war die Küche, die ich euch gezeigt hatte. Und wollte ich euch zeigen werde. Ich lebe in dem Tiny House jetzt seit fast einem Jahr. Da ist natürlich viel Zeit auch irgendwie in die Renovierung eingeflossen ist. Gibt eigentlich irgendwie immer was zu tun. Also ich glaube, wirklich fertig ist man jetzt nie mit dem Renovieren sozusagen. Auf jeden Fall auch, dass es wie gesagt kein Tiny House ist, was konzeptioniert worden ist, ein Tiny House zu sein. Also es ist halt nicht kein typisches Tiny House, was extra dafür gebaut worden ist. Es ist im Endeffekt eigentlich nur ein sehr kleines Haus. Deswegen so die ganz coolen Gadgets von irgendwelchen Tiny Häusern gibt es hier nicht zu finden. Aber ich dachte, das ist vielleicht dennoch interessant, weil es ja doch schon eine besondere Immobilie ist, dass ich euch sie einfach trotzdem zeige. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dem Video. Es ist auch mein erstes Video auf YouTube. Bitte seid nett zu mir. Also die Küche war das Einzige, was von dem Vormieter da noch drin war. Alles andere haben wir rausgerissen, renoviert, ist auch irgendwie nicht zu gebrauchen. Hier sind meine Töpfe drin, hier ist mein Kühlschrank. Der ist mir tatsächlich ein bisschen zu klein. Wunderschönes Aesthetic Pinterest Regal. Hier sind noch ein paar Kräuterpflanzen rein. Nice. Das wäre auch kein Tiny House, wenn es keinen Klapptisch geben würde. Und wenn ich mal Gäste da habe, dass das selten vorkommt, dann könnte ich theoretisch. Oh. Nevermind. Hi! Das Sofa ist aus meiner ersten Wohnung in Frankfurt. Also, das habe ich vom Mieter einfach übernommen. Sozusagen. Bin auch recht zufrieden damit, aber wirklich brauchen tue ich das nicht. Ich habe eh nicht so viele Freunde, die ich hier beherbergen könnte, aber es sieht ganz schön aus. Meine Ukulele. Hi, öfter hier. Nee. Ich habe mir einen lang gehegten Traum erfüllt. Theoretisch einen begehbaren Kleiderschrank besorgt. Der Witz ist eine Sache, aber nur, man kann ihn halt nur öffnen, wenn man ihn begeht. Deswegen, wenn ich mich hier reinstelle, wenn ich so. Und jetzt bin ich in meinem Schrank. Wunderbar. Und hier unten passen meine beiden Koffer rein. Also die sind dann auch im Weg, wenn ich nicht gerade fliegen muss. Hier oben habe ich einen Kleiderbügelhaken angebracht. Mieter tatsächlich, der hat hier eine Wendeltreppe drin gehabt und die ging hier einmal so nach oben. Und es hat so viel Platz weggenommen und das Haus ist eh schon unglaublich klein. Wollte ich eigentlich nur so eine ganz normale, rustikale Leiter haben, aber das war mir dann doch zu wackelig. Deswegen hat meine Mama dann tatsächlich diese Leiter hier selber gebaut. Und somit ist es alles noch ein bisschen platzsparender geworden, weil das so die einzige Leiter war, oder der einzige Weg, ja, wo das einfach Platz hingeschrieben wird. Aber bevor wir nach oben gehen, geht es erstmal weiter ins Badezimmer. Hier sind wir auch schon im Bad und im Bad tatsächlich erst einmal ja mein absolutes Herzstück, mein absolutes Baby. Das ist mein Wäschetrockner und war recht teuer, aber hat sich für mich total gelohnt, weil ich somit praktisch meine Wäsche direkt hier waschen und trocknen kann in einem Gerät. Ja, das ist eine sehr gute Investition gewesen. Und hier drüber direkt habe ich einen Mini-Geschirrspüler. Man denkt sich jetzt natürlich so, die Frau lebt doch alleine, kann die nicht ihre drei Teller abwaschen? Was soll ich sagen? Es war einfach ein Luxus, den ich mir gegönnt habe. Habe ich auch gelesen, dass es ökologisch und auch
vom Wasserverbrauch her viel besser, als einen kleinen Geschirrspüler zu haben, anstatt es alles per Hand zu waschen. Bisschen hier in so einen Kasten, ein bisschen eingebaut, das alles so ein bisschen aussieht. Das ist hier alles von Ikea. Der Spiegel tatsächlich auch. Dusche, da ist dies sehr unspektakulär. Auch alles neu gemacht. Und ja, das ist mein Bad jetzt erstmal. Und hier oben war es so, dass hier nichts war, außer das Loch, was hier im Boden ist. Dann ging die Wendeltreppe nach oben und der Vormieter hat hier nur eine Matratze drin gehabt und alles, was da drin war, und meinte auch, hier würde niemals ein Bett reinpassen, aber... Guck, guck, du kleine Schlampe. Guck mal, wer da ist. Und ja, das hier hochzukriegen war auf jeden Fall ein richtiger Kampf. Aber wir haben es jetzt auch eingesägt in den Ecken. Und ja, jetzt habe ich hier oben ein wunderbares Bett. Ich habe hier so Verdunklungsvorhänge, die ich immer vorziehen kann. Das ist besonders wichtig, irgendwie, wenn ich gejetlaggt bin oder so und dann tagsüber schlafen möchte. Die hat meine Mama auch selber gemacht. Grüße gehen raus an der Stelle. Danke, danke. Und die kann ich einfach vorziehen. Ja, ist es hier dunkel. Den Boden habe ich tatsächlich vom Restposten. Das ist so ein Flocati-Teppich. Genau, den habe ich hier eingebaut. Das Geländer, das hat meine Mama selber gebastelt, damit ich halt hier nicht runterstürze nachts, wenn man einen Weißwein getrunken hat. Auch so, das ist nämlich echt ganz schön gefährlich und auch recht hoch, auch wenn man das nicht sieht. Genau, und hier drehe ich meinen wunderbaren Content für. Also das ist, wie gesagt, mein Twitch-Setup, wo ich streame immer. Das Kabelmanagement ist komplett aus der Hölle, da bitte ich einfach nicht drauf achten, einfach ja. Den Stuhl hat meine Mama auch selber gemacht. Weil ich halt leider nicht so viel Platz habe, dass das unten meist sehr voll ist in meinen ganzen Klamotten, habe ich hier oben immer auswechselbare Boxen. Also hier sind all meine Bikinis beispielsweise drin. Nee, Klammer. Das sind meine Pullis. Ach, das sind auch meine Pullis. Ordnung. Üben, da, das ist so ein bisschen schwer. Ich zeig euch, wie ich da rankomme. Das sieht aus wie ein Suizidkommando und ist es auch eigentlich. Wenn ich hier so rübersteppe, kann ich auch die Seite hier erreichen. Na, hier sind Schuhe müssen drin, also auch jetzt im Sommer halt nicht brauche. Hier sind Bücher drin. Weiß, ich kann lesen. Denkt man nicht. Genau, hier sind noch Uniformsachen drin. Genau, und hier Pullis und Videogame-Sachen. Hier ist, ich wäre ja auch kein Tiny House, ich keinen Plattenspieler hätte. Genau. Es ist tatsächlich auch nicht nur die einzige Platte, die ich besitze, aber es ist die schönste. Ich komme mal wieder zurück. Schön! Hier wollte ich eigentlich meine Uniform raufhängen, aber im Moment, ja, habe ich, wie gesagt, fliege ich wenig und nutze den Platz dann eher, um meine Partyklamotten aufzuhängen, auch wenn ich benutze, weil Corona. So, ich gehe auch sonst nicht raus, aber da oben das Herz, das hat mir meine beste Freundin Tamini geschenkt. Da wollte ich auch nochmal Kunstblumen reintun. Genau, einfach so Deko-Sachen. Alles so ein bisschen schwarz-weiß. Ja. Beautiful. Also das ist hier der Part sozusagen, der noch am meisten Arbeit benötigt, weil ich auch ja am meisten irgendwie am werkeln werde. Hier sind erstmal meine Einbauschränke natürlich. Da sind meine Jacken drin, ganzen Wintermantel, meine Schuhe, was ich halt in einem kleinen Haus lagern kann. Konserven, so ein bisschen Essenssachen. Natürlich ganz wichtig, mein zweiterer Ganzkörperspiegel. Zweiterer. Kann es sein, dass du dumm bist? Da habe ich Lack gesoffen. Da ist kein Baileys drin, alles gut. Auf jeden Fall, weil wenn man hier draußen natürlich dann nochmal sich in einen anderen Mantel anzieht und andere Schuhe, muss man nochmal gucken, ob der Drip fresh ist, ob man gut aussieht, if it's nice. Okay. Hier möchte ich eigentlich so eine, also gerne nochmal eine Hängematte hinhaben. Ich würde hier oben super gerne Lichterketten alles noch machen. Es ist halt total cozy, mit ein paar Paletten hier nochmal so eine Lounge-Area. Es ist halt alles im Moment mega provisorisch. Genau, wie gesagt, da vorne halt noch viel Arbeit, aber das werde ich halt auch noch machen. Dass man hier halt irgendwie so chillen kann, auch vielleicht so ein Bierpong-Tisch oder sowas in die Richtung. Weil man das echt nutzen muss, dass man hier eigentlich draußen ist, aber es ist trotzdem überdacht. Ja, ich bin hier sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass das, ihr praktisch mein kleines Haus gesehen habt, meinen Lebensumstand. Ja, also wenn ihr interessiert seid, lasst doch gerne ein Abo da. Da seht ihr, wenn ich irgendetwas hochlade sozusagen. Und ja, Twitch Prime ist kostenlos, meine Lieben. Ihr wisst, was das bedeutet. Kuss, Dankeschön, tschüss.